Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier bei Bookopolis. Und heute habe ich mal wieder ein Video für euch und zwar geht es heute wieder mit meiner Buchsammlungsreihe weiter. Und heute habe ich für euch den letzten Teil meines Subs und das sind jetzt nochmal hier drei relativ hohe Stapel und ich möchte euch einfach nochmal meine restlichen Subbücher zeigen. Was ich hier nochmal erwähnen möchte, falls ihr zum Beispiel auch Bücher auf dem Sub habt und die demnächst dann in einer Leserunde oder in einem Buddy-Read gerne lesen würdet, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Vielleicht finden sich ja untereinander Gruppen oder vielleicht findet sich ja auch jemand, der mit mir zusammen ein Buch lesen möchte. So kriegen wir die Bücher dann vielleicht auch gemeinsam endlich mal vom Sub runter. Und ja, wie gesagt, schreibt mir das doch in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr freuen. So, das ist jetzt der letzte Teil meines Subs und die nächsten Videos zu meiner Büchersammlung werden dann meine gelesenen Bücher sein. Und ich glaube, ich fange auch direkt an, weil es sind wieder jede Menge Bücher und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Zuerst greife ich hier zu Die Schönste im ganzen Land. Das ist aus dieser Disney Villains Reihe, glaube ich, heißt sie. Das ist der erste Band. Ich besitze ja auch den dritten Band. Den dritten Band habe ich auch schon gelesen. Ich habe halt gedacht, man kann die Bücher unabhängig voneinander lesen. Aber sollte man nicht, weil sie auch eine Geschichte haben, die sich über alle Bände zieht und die versteht man dann nicht. Und das Problem hatte ich damals gehabt beim dritten Band und den habe ich günstig mal bei Avell geschossen. Der hat aber auch leider so einen Kratzer hier im Cover, wenn ihr das sehen könnt. Aber das macht mir jetzt nichts. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher, ob ich diese Reihe wirklich noch lesen möchte. Ich habe jetzt den ersten Band noch hier behalten, weil ich da wenigstens reinlesen möchte. Und vielleicht gefällt er mir ja auch und ich habe dann Lust weiterzulesen. Aber Stand momentan, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das noch weiterverfolgen möchte. Weiter geht es mit einem christlichen Buch. Es ist von Gerd Medien. Und zwar von Francine Rivers, Die Liebe ist stark. Das sind Romane, die aber einen christlichen Hintergrund haben. Und das habe ich von meiner Tante geschenkt bekommen und wollte das damals auch unbedingt lesen. Leider habe ich, also ich habe schon ein paar Mal versucht reinzulesen und damals war es nicht so mein Schreibstil. Und deswegen liegt es halt immer noch auf meinem Sub, weil ich es gerne noch mal ausprobieren würde, wie mein Stand jetzt ist, nachdem ich halt wirklich so viel lese. Und ob mir das vielleicht jetzt besser gefällt, mal schauen. Bin sehr gespannt. Das soll eine wirklich sehr schöne Geschichte sein. Dann liegt auf meinem Sub Gebannt unter fremdem Himmel. Ich glaube, dass das eine Dystopie ist, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich glaube auch, die weiteren Bände sind ziemlich schwer zu kriegen. Ich will es halt ausprobieren und gucken, ob es mir gefällt. Zur Not versuche ich halt über Rebuy irgendwie an die Bücher zu kommen. Und im allerschlimmsten Fall versuche ich sie irgendwie, falls es sie gibt, als E-Book. Das weiß ich halt jetzt nicht. Aber wenn es sie als E-Book gibt, würde ich sie dann halt so weiterlesen. Mal gucken, wann ich dazu greife. Ich habe jetzt schon länger keine Dystopien mehr gelesen, weil ich da zwischenzeitlich nicht mehr so viel Lust drauf hatte. Aber wird auf jeden Fall irgendwann gelesen werden, wie alle anderen Bücher auch. Also das ist wieder etwas, was ich in jedem Video und bei jedem Buch sage. Ich freue mich hier auf jedes Buch, weil ich regelmäßig auch aussortiere, auch ungelesene Bücher. Und die Bücher, die hier sind, sind meistens Bücher, auf die ich mich auch wirklich freue und die ich auch unbedingt lesen möchte. Der einzige Grund, warum ich es noch nicht getan habe, ist ganz einfach Zeitmangel. Dann habe ich hier Secret of Fire und das ist, klingt auch super interessant und ich glaube, die Autorin ist dieselbe wie aus Night School. Ja, ist dieselbe Autorin wie aus Night School. Und das hat damals so super geklungen. Ich habe mir das gebraucht. Ich habe mir das gebraucht über Rebuy bestellt. Und das Cover fand ich schön und es klang ziemlich interessant und ja, müsste ich mal bald dazu greifen. Also im schlimmsten Fall werde ich es nächstes Jahr lesen müssen in Verbindung mit Die Rache des Sub. Ja, das wird dann spätestens dann. Also ich möchte jetzt Die Rache des Sub auch Ende des Jahres starten, weil ich meine ersten notierten Neuzugänge aus dem Dezember habe. Das bedeutet, ich möchte dann im Dezember mein erstes Video zur Rache des Sub machen, einfach damit ich endlich die alten Titel auch lese. Weil am Anfang meiner Instagram-Zeit habe ich sehr viel Bücher gekauft, aber noch nicht so viel gelesen und sehr viel auch gebraucht gekauft. Und die Bücher liegen halt jetzt auf meinem Sub und es wird halt jetzt wirklich höchste Zeit, dass sie gelesen werden. Und ich möchte auch nicht, dass mein Sub wirklich richtig alte Bücher hat. Ich möchte wirklich, dass mein Sub relativ jung bleibt. Und deswegen, ja,
möchte ich schon so früh mit Rache des Sub starten. Mal gucken, wie gut das klappen wird bei den Haufen an Neuzugängen, die ich jedes Mal habe. Aber wir werden sehen. Ich werde wahrscheinlich noch mal genauer darauf eingehen, wenn ich dann das Video dazu mache. Denn ich glaube, ich werde so die Regeln ein bisschen mir zugunsten verändern. Aber das sehen wir dann. Das hat hier eigentlich jetzt nichts zu suchen. Auf jeden Fall werde ich in dem Rahmen wahrscheinlich erst zu dem Buch greifen. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich halt so viele Bücher habe, die ich jetzt zuerst lesen möchte. Aber hier bin ich auch schon gespannt. Wie auf jedes andere Buch auch. Dann habe ich hier Kasa Diem, immer noch auf dem Sub, von Julia Dippel. Hier warte ich, glaube ich, bis alle drei Bände draußen sind. Dann werde ich mir Band 2 und Band 3 zulegen und dann die Reihe am Stück lesen, weil bei Isara habe ich das relativ auch so gemacht. Und da Band 2 ja voll den miesen Cliffhanger haben soll und ich ja schon aus Isara weiß, was das für Cliffhanger sind, die der Julia Dippel gerne mal macht, möchte ich halt wirklich erstmal alle Bücher hier haben, bevor ich damit beginne. Aber ich freue mich schon riesig drauf. Weiter geht es mit The Bells und ich glaube, The Bells also ist in zwei Bänden abgeschlossen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich habe bis jetzt immer nur den ersten und den zweiten Band gesehen. Und hier warte ich einfach auch, bis ich den zweiten Band habe und da warte ich, bis es den mal wieder bei Avell gibt. Weil ich den irgendwie nicht für den Vollpreis kaufen möchte. Ich finde die Bücher auch super schön und auf jeden Fall sollte ich dann doch irgendwie früher zu dem Buch greifen und den zweiten Band unbedingt haben wollen, werde ich den mir auch neu besorgen. Aber solange ich noch nicht angefangen habe, ja, warte ich, bis es bei Avell verfügbar ist und dann werde ich auch irgendwann spätestens im Rahmen Rache des Sub zu dem Buch greifen. Dann habe ich hier zwei Bücher aus einer Reihe und zwar habe ich hier Rubinrot und Smaragdgrün und die Bücher sind in einem absolut miserablen Zustand. Also ich habe das gebraucht gekauft für sehr wenig Geld. Den ersten Band, der geht noch. Also er ist, sieht schon schlimm aus, aber es geht noch. Und da ich nicht weiß, wie mir das gefallen wird, weil die Protagonisten hier, glaube ich, auch relativ jung sind. Ich will es halt ausprobieren und ja, deswegen steht das noch bei mir im Regal. Den dritten Band habe ich mir gekauft, weil ich den, ich weiß es nicht, für 1,50 oder so bei jemandem hier bei mir im Ort über eBay Kleinanzeigen oder Spock war das, abgekauft habe. Und das Buch ist in einem richtig schlechten Zustand. Also der Schutzumschlag ist überall angerissen. Das Buch fällt halb auseinander. Also für 1,50 € habe ich es halt mitgenommen. Ich habe nämlich ein paar andere Bücher von ihr gekauft und die waren noch im relativ guten Zustand. Und dann habe ich gesehen, dass sie das auch noch da hat und habe das halt einfach mitgenommen für den Preis. Habe ich gedacht, ach, ich probiere es überhaupt erstmal aus, ich lese es mal und vielleicht ist es auch eine Reihe, die ich sowieso nicht in meinem Regal unbedingt brauche. Und dann werde ich die aussortieren und werde die wahrscheinlich im Bücherschrank oder sowas ja reinstellen. Genau. Dann haben wir hier die Fabelmacht-Chroniken von Katrin Lange und von ihr habe ich noch gar nichts gelesen, aber mir gefällt das Cover so sehr und es klingt nach Fantasy und Fantasy lese ich gerne, Jugendfantasy. Und genau, das sind eigentlich die einzigen Gründe, warum ich es gekauft habe. Und irgendwann werde ich auch dazu greifen. So, dann habe ich hier wieder zwei Bücher zu einer Reihe und zwar Diabolik Band 1 und Diabolik Band 2. Da habe ich beide Bücher zu Hause. Das habe ich mal gebraucht gekauft und das habe ich über Avell gekauft. Das ist noch eingeschweißt. Ja. Das ist, glaube ich, sowas Richtung Dystopie, Science Fiction, sowas in die Richtung. Und da freue ich mich auch schon sehr. Leider wurde der dritte Band ja nicht übersetzt, aber im schlimmsten Fall werde ich ihn dann auf Englisch lesen. Und die habe ich mir gekauft, weil Sarah von A Cult of Wanting Books so darüber geschwärmt hat. Und dann musste ich mir die Bücher halt zulegen. Und ich bin froh, dass ich sie auch noch im Hardcover bekommen habe. Beide. So, dann haben wir hier ein Buch, das ich mal über Avell geschenkt bekommen habe. Also das konnte man sich als Geschenk aussuchen ab einem bestimmten Bestellwert. Und zwar Naira und Joe, der Beat einer Liebe. Und ich glaube, das ist so eine ganz einfache Jugend, also Young Adult Romance-Geschichte und sowas weiß ich nicht. Vielleicht habe ich irgendwann mal zwischendrin Lust auf sowas Leichtes und dann probiere ich dieses Buch aus. Und ja. Ich habe es halt einfach mitgenommen, weil es umsonst war. Dann habe ich wieder eine Reihe und zwar die Reihe Zeitenzauber als Taschenbuch von Eva Völler. Ich weiß jetzt nicht, ob es die richtige Reihenfolge ist.
Ich habe es zumindest jetzt, ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, der erste Band ist die magische Gondel. Kann das sein? Ich glaube, dass das der erste Band ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Das steht ja auch nie nirgends drauf, ne? Ja. Genau, also das ist der erste Band, die magische Gondel. Der zweite Band, die goldene Brücke. Und das müsste der letzte Band sein, das verborgene Tor. Genau. Und die habe ich mir damals auch über Avelma gekauft. Die sind bestimmt jetzt auch schon ein Jahr hier. Mal gucken, wann ich dazu greifen werde. Weiter geht es mit Die Dämonentochter von Jennifer L. Armentrout. Und dieses Buch habe ich über Mojo Reads mit meinen Punkten mir geholt. Genau, die Reihe möchte ich auch lesen. Es geht um, glaube ich, griechische Mythologie. So ein bisschen, also ich bin mir da nicht ganz so sicher, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich denke schon. Ja, auf jeden Fall bin ich hier schon sehr gespannt drauf und die anderen Bände werde ich mir wahrscheinlich dann besorgen, wenn ich den ersten Band gelesen habe. Dann habe ich hier, das habe ich als Rezensionsexemplar bekommen, das ist Lovely, Pretty, Sexy, drei heiße Kurzromane von Jay Kenner und ich fand das Cover süß. So Kurzromane habe ich gedacht, dass geht immer zwischendurch mal und dann habe ich mir das halt einfach angefragt und bin schon gespannt, wie ich das finden werde. Zwischendrin sind so kurze Geschichten auch mal was ganz Gutes. Dann habe ich Morgentau hier und zwar habe ich mir das damals, es war bei einer meiner ersten Bestellungen dabei und zwar von Jennifer Wolf. Ich habe so viel Gutes über die Reihe gehört und ich bin schon sehr gespannt. Das Buch ist auch ziemlich kurz. Ich glaube, ich sollte einfach mal dazu greifen. Und da ich den Impress Verlag ja vor kurzem für mich entdeckt habe, glaube ich, werde ich auch ganz bald schon dazu greifen. Dann haben wir noch ein Buch von Jennifer L. Armentrout und zwar als Jaylin, Wait for You. Und das ist auch ein Buch, was ich mir gekauft habe auf der Haufen Empfehlungen, die ich über Instagram oder YouTube bekommen habe oder mir angehört habe über Lesemonate oder sonstige Videos. Und ich fand das immer sehr interessant und habe gedacht, so Bücher sind halt auch was Gutes im Sommer oder Frühling für zwischendurch oder vielleicht auch im Winter, wenn ich viel Fantasy lese und zwischendrin mal zu einem Liebesroman greifen möchte. Und da ich glaube, dass die relativ leichte Liebesromane sind, ja, denke ich, dass das eigentlich ganz gut sein wird. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Weiter geht's mit Her Wish So Dark. Und das ist ein Buch, was ich eventuell diesen Monat oder im September dann lesen möchte, weil auch dann schon ganz bald der zweite Band erscheint. Ich glaube im September, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch im Oktober. Genau. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das habe ich mir die ganze Zeit aufgehoben. Und ich kriege immer mehr Lust drauf. Und ich glaube, ich werde auch ziemlich bald dazu greifen und bin schon sehr gespannt, was sich hinter diesem sehr schönen Cover verbirgt. Dann zu einem Buch, was ihr schon in meinem Neuzugänge-Video gesehen habt. Und zwar Der letzte Wunsch. Das ist die Hexersaga. Ja, habe ich ja schon gesagt, bin ich schon sehr gespannt drauf. Genau, die Hexersaga, dazu habe ich ja schon in meinem Neuzugänge-Video was gesagt. Und ich hoffe, dass ich das Buch ganz bald lesen werde. Dann Blood in Ash von Jennifer L. Armentrout. Ist auch auf meinem Sub. Hoffentlich nicht ganz so lange. Und genau, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ich glaube, ich werde das jetzt alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, weil ich kann eh nicht viel zu den Büchern sagen und ich wiederhole mich nur die ganze Zeit. Ich zeige euch einfach kurz die Bücher, dann wisst ihr das, wenn ihr irgendwie dazu was sagen wollt oder vielleicht Lust auf ein Bodyread habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Dann wieder zwei Bücher aus einer Reihe und zwar von Adeline Grace, Fluch der sieben Seelen und Erbe der sieben Inseln. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und mal gucken, wann ich da zugreifen werde. Ich finde es auf jeden Fall schon sehr schön, also ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich finde es auch sehr schön aufgemacht und ich freue mich hier riesig. Dann haben wir hier Illuminae. Ich habe es mir endlich auch gekauft. Über Rebuy, glaube ich, habe ich mir das zugelegt. Und da habe ich ja schon die ganze Zeit so mega Lust drauf. Und das Buch ist richtig schwer. Es ist auch in einem größeren Format und ich glaube, es liegt halt einfach auch an der Dicke der Seiten und der Menge der Seiten, dass es so schwer ist. Aber ich bin hier auch schon sehr gespannt drauf. Ich warte hier noch bis Anfang nächsten Jahres, weil dann der Abschlussband auch erscheint und dann hole ich mir die weiteren Bände und ja, damit ich das mehr oder weniger am Stück lesen kann. Und noch so ein dicker, großer, fetter Klopper, The Age of Darkness, habe ich euch auch schon in meinem Neuzugänge-Video gezeigt aus dem Juli. Und hier freue ich mich auch schon riesig und ich finde auch das Cover super schön. Genau, auch noch auf meinem Sub.
Dann kommen wir noch zu zwei Büchern aus dem Knauer Verlag, und zwar Eisige Wellen und Loderne Schwingen. Das ist aus der Grisha-Reihe, der zweite und der dritte Band. Und da bin ich auch schon super gespannt drauf und hoffe, dass ich ganz bald dazu greifen kann, weil ich die Serie immer noch nicht geguckt habe. Und ich freue mich so auf das Lied der Krähen, dass ich da wirklich jetzt ganz bald zugreifen muss, damit ich da endlich weiterlesen kann. So, jetzt kommen wir zu einem Stapel Bücher aus einem einzigen Verlag, und zwar aus dem Lux Verlag. Und davon habe ich wirklich, wenn man so sich die Verlage anguckt, die bei mir vertreten sind, und ich habe wirklich sehr viele verschiedene Verlage bei mir vertreten, wie ihr mitbekommen habt. Und von Lux habe ich wirklich die meisten Bücher, weil ich liebe sie, ich lese sie also immer wieder gerne. Also ich habe wirklich fast jeden Monat mindestens einen Lux-Titel in meinem Lesemonat. Genau, und jetzt zeige ich euch einfach, welche Lux-Titel hier noch auf meinem Stapel sind, die ich noch nicht gelesen habe. Und zwar haben wir hier einmal Game On von Kristen Callahan. Und da ich jetzt von ihr The Enemy gelesen habe und es ziemlich gut fand, freue ich mich schon sehr auf Game On. Und ja, da müsste ich mir halt noch die anderen Bände besorgen, aber ich lese erstmal den ersten Band. Dann habe ich hier Never Too Close von Morgan McCombell, und das ist das einzige Buch, was ich von ihr hier habe. Die hat ja schon einige rausgebracht, und da klingt halt die Prämisse super interessant. Und das, ich hatte mal letztes Jahr, glaube ich, Mai war das, da habe ich die gekauft und ich hatte so Lust auf diese Geschichte. Habe es nicht gleich gelesen. Und jetzt liegt es halt immer noch auf dem Sub. Mal gucken, wann ich dazu greife. Dann habe ich hier True North. Und das ist ein Buch, was ich eher Richtung Herbst lesen möchte, weil es so klingt, als wäre es ein sehr gemütlicher Liebesroman. Einen, den man sich so schön in die Decke kuscheln kann mit einer Tasse Kaffee und dann sich hier in die Welt von Vermont. Ich glaube, es spielt in Vermont. Ja, und sich schön nach Vermont begeben kann. Und ich bin hier auch schon sehr gespannt. Und das wäre auch mein erster Serena Bowen. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie gesagt. Dann eins meiner Neuzugänge, Like Gravity, mit dem wunderschönen Cover hier. Ja, mal gucken, wann ich dazu greife. Ich glaube, dass das nicht ganz so lange auf meinem Sub bleiben wird, weil ich sehr gespannt auf diese Geschichte hier bin. Und ich glaube, dass ich schon auf jeden Fall dieses Jahr noch dazu greifen werde. Weiter geht es mit Brittany C. Cherry, und genau so ist es bei diesem Buch. Ich glaube, auch hier werde ich wirklich in sehr naher Zukunft dazu greifen, weil Brittany C. Cherry bei mir immer ganz gut geht. Ich lese das meistens in 1 bis 2 Tagen durch. Meistens schiebe ich das irgendwo zwischen rein und lese es dann einfach mal schnell, wenn ich Lust gerade so drauf kriege. Bei ihr ist es halt immer so, dass ich weinen muss und da muss ich Lust drauf haben. Und deswegen freue ich mich auch schon hier drauf. Dann habe ich hier von Mona Kasten Hope Again. Hier habe ich das noch einfach nicht gelesen, weil mir die Bände davor fehlen. Ich habe, das ist der einzige Band, den ich aus der Reihe habe, und ich habe den mal bei Avell bekommen. Und deswegen habe ich den mir damals mitbestellt, weil ich die Reihe sowieso lesen möchte. Da habe ich gedacht, da nutze ich jetzt die Gelegenheit, und ich hoffe einfach, dass ich irgendwann auch mal die anderen Bände mir zulegen werde. Und das liegt einfach daran, ich brauche jetzt die anderen Bände, bevor ich das lesen kann. Oder ich möchte halt erst die anderen Bände lesen, bevor ich das lese. Dann haben wir hier einen Emma Scott, The Light in Us. Und das soll ja eine super, super schöne Geschichte sein. Und bei Emma Scott hänge ich ja so ein bisschen hinterher. Bei Brittany C. Cherry bin ich relativ immer mehr oder weniger auf dem neuesten Stand. Da ist maximal ein Buch, was ich nicht gelesen habe. Und bei Emma Scott sind ja so einige noch rausgekommen. Und ich habe von ihr, glaube ich, erst 3 Bücher gelesen. Ich glaube, ich habe von ihr nur Bring Down the Stars gelesen, sonst nichts. Es wird auf jeden Fall höchste Zeit, dass ich mal ein paar weitere Bücher von ihr lese, weil Bring Down the Stars fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und dann habe ich von Emma Scott auch noch die All-In-Reihe, All-In 1000 Augenblicke und 2 Versprechen. Und da habe ich irgendwie vor kurzem erst richtig Lust drauf bekommen, aber ich werde jetzt erstmal meine Rezensionsexemplare lesen, und wenn ich dann noch ein Liebesroman, also Zeit für einen Liebesroman habe, werde ich wahrscheinlich zu All In greifen, weil ich da momentan wirklich richtig große Lust drauf habe. Dann habe ich mir von Tilly Cole noch was aufgehoben, und zwar All Your Kisses. Das habe ich noch nicht gelesen. Ich fand ja A Wish for Us so, so schön, und All Your Kisses soll ja noch besser sein, und das hebe ich mir halt noch ein bisschen auf für so einen Moment, wo ich so richtig Lust drauf habe, was Dramatisches, was Trauriges und etwas zu lesen, was so mein Herz berührt. Und genauso wie bei Brittany C. Cherry und Emma Scott. Und da werde ich auch dann irgendwann zugreifen. Ich bin schon gespannt, wann. Dann haben wir noch 2 Bücher von Laura Kneidl auf meinem Sub, und zwar Someone Else und Someone to Stay. Und ich hatte einfach noch keine Zeit dazu.
Also ich habe immer wieder Lust drauf, aber ich hatte halt einfach noch keine Zeit dazu, zu den Büchern zu greifen. Ich hoffe, also ich würde es gern noch dieses Jahr lesen, damit ich das halt auch beendet habe, die Reihe, weil ja von Laura Kneidl noch andere Bücher erschienen sind und ich möchte alles von ihr lesen. Ich liebe ihren Schreibstil und ich liebe ihre Geschichten und ihre Charaktere. Und der einzige Grund, warum ich es noch nicht gelesen habe, ist einfach, weil ich die Zeit nicht dazu hatte. Was eigentlich bei den meisten Büchern ist. Ich muss halt immer irgendeins aussuchen und leider trifft es nie Someone Else oder Someone to Stay. Aber ich bin mir also ich bin sicher, dass ich ganz bald und auch dieses Jahr noch dazu greifen werde. Zumindest zu Someone Else. Und kommen wir zu den letzten zwei Büchern auf meinem Sub. Dann haben wir meine Subreihe durch. Und zwar geht es um Wild Hearts und Wild Souls. Und das habe ich über eBay bestellt und das gab es dann bei Avell, genau. Und jetzt habe ich beide Bücher hier von T.M. Frazier. Von ihr habe ich noch nichts gelesen und eigentlich hört man auch nicht besonders viel Gutes zu den Büchern. Aber da ich sie so günstig bekommen habe, wollte ich es einfach mal ausprobieren. Und da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Bücher und wie ich sie finden werde. Das war der dritte und letzte Teil zu meinem Sub. Das waren jetzt alle meine Sub-Bücher. Puh, geschafft. Es sind jede Menge und es werden jeden Monat mehr. Ich habe mir jetzt für den August vorgenommen, also beziehungsweise nur die zwei vorbestellten Bücher bei mir einziehen zu lassen und Rezensionsexemplare, also dass ich nichts kaufe. Genau, also mal gucken, wie gut ich das schaffe, denn mein August-Neuerscheinungsvideo, wer es gesehen hat, ist ja ziemlich. Nicht unbedingt lang, aber es sind sehr viele Bücher, die ich erwähnt habe und sehr viele, die mich auch interessieren. Vielleicht schaffe ich es ja, so ein paar von denen auf den September zu schieben, aber im September kommen ja auch wieder Bücher raus. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt die größte Mühe geben, nur Rezensionsexemplare einziehen zu lassen und die zwei Bücher, die ich halt jetzt schon vorbestellt habe, auf die ich mich aber auch schon wirklich freue. Und ja, ich danke euch wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video und dass ihr wieder dabei seid. Abonniert doch meinen Kanal, dann verpasst ihr das auch nicht. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach bei meinem nächsten Video. Tschüss!